Ah, welcome to Nog. I am Gilgamesh, the leader of these Galways. My daughter filled me in on your tale. I've had me suspicions about June for years. That's why I had Lion investigate in these past months. But blimey, I had no idea that the Archduke and his wee brother were Szilard. The ancient civilization perished so long ago, there be no record of it. And who be these five warriors of the crystal? If they really are the warriors that legends speak of, does this mean that the bane the song sings of is us? We will cause the blood of innocence to soak the earth? We will cause the world to fall into fear and despair? So we are the plague that the warriors of the crystal have to come to cure? I don't know nothing about no crystal warriors of ancient legends, but I do know I'm not gonna sit around waiting for the Scylla to take over the world. Cleanse the world. Beginning of the end. That be a lot of lengthy talk. But let's see them say that in front of yours truly. I'm not running away from no fight. But how can we stop Kamala Norton's plan? We are sitting out for the Temple of Ugalipi. The Temple of Ugalipi? While not as ancient as Feijin, I don't know of some old ruins in the Temple of Ugalipi beyond the Yotunga Chum. I do know. Years ago, I've journeyed there, thinking some booty had to be hidden in a place of so ancient. There is where I met up with this strange old woman. As their ancient spirits, still in slumber, come again when the minions awake. And then she vanished into thin air. I don't know what to make of it then, but I never thought it would be something big like this. I'm sure the old lady must know what's going on, Alvin. I want you to travel to the Temple of Ugalipi and find her. And before you go, stop by and see the chief attainers of Kazam. If you tell her I sent you, she may be of some help. No one's going to believe such a crazy story. We're going to have to work by ourselves on this one. I believe. Aldo, how long's it been? What brings you all the way to out here? Lion, Gilgamesh, it's Verena, she's disappeared. But why would she go anywhere now? I have a bad feeling about this. I may have something to do with Camelot. It may have something to do with Camelot's plan. I'll help you look for her, Aldo. If anything happened to Verena. No, Lion. I have another job for you. What? Lion, I appreciate your words, but let me gather some information around Juno first. Just knowing that Kamala Nord is up to no good is a start. If I find out anything new, you will be the first to know.
So, das war schon Silent Mission 2. So. Muss hier ständig hier die Missionen wieder. Silent Mission 3 machen wir jetzt, weil ich will ja auch die ganzen Punkte dafür bekommen. Okay, ja, Aldo ist da. Übrigens, wenn ihr euch noch an die allererste Folge erinnert, die Einleitungs-Cutscene, da war ja dieser kleine Junge, der da in der Cutscene war, der mit seiner Schwester aus der Schlacht geflohen ist. Das ist übrigens die Schlacht um Tefnacia, glaube ich, gewesen. Dieser kleine Junge ist übrigens Aldo. So, dann traveln wir doch mal to another home point. Heißt jetzt. Ja, Elshi. Und dann geht's nach Kazan. So, und dann müssen wir mit Chief Tainess von Kazan sprechen. Das ist wahrscheinlich so der Häuptling. Und die ist in J9. Yako Bakodalo heißt sie. Also J9. Ah, da bin ich ja schon fast richtig. Muss hier irgendwo stehen. Vielleicht in diesem Haus. Ah, genau. Da ist sie. So, Gilgamesh is asking me to let you pass through the Temple of Ugalipi. Is he? The old dog hasn't changed a bit. Have you never heard the tale of Ugalipi? Do you even know what you will be getting yourself into? Well, don't say I didn't warn you. Here, take this key. It opens the door that leads to the deeper parts of the temple. Have fun! So, das war schon Zillert Mission 3. Und dann schalten wir gleich Zillert Mission 4 an. Schalten, die werden wir noch irgendwann machen. Und die ist schon angeschaltet. Okay. Dann geht's zum Temple of Ugalipi. Jetzt muss ich tatsächlich durch den Iwata-Dschungel bis zum Temple of Ugalipi.
genau. Eigentlich gibt es heute inzwischen auch eine viel einfachere Möglichkeit, die Mission zu machen, indem man eigentlich direkt dorthin teleportiert über eine Unity Conquer Teleportation. Das dürfte vielleicht freizuschalten sein, dann kommt man da direkt rein. Ich will aber den alten Weg machen. Weil ich finde, das ist heutzutage viel zu leicht. So, hier sind wir am Temple of Ugalepi. Jetzt muss ich nur noch den Eingang finden. Jetzt müsste aber hier die Stufe sein. Jetzt hier schon reingehen. Doch. Dann schauen wir doch mal. Okay, jetzt muss ich schauen, wo ich hin muss, weil das ist hier ein bisschen Labyrinth. Also. Okay, dann brauche ich ein Paintbrush of Soul. Ich brauche zuerst den Ugalepi Key. Okay, wo kriege ich den hier? Von Tonberry Cutter. Okay, also erstmal Tonberry Cutter killen. Dann holen wir erstmal unsere Quests. Schau mal, wo Tonberry Cutters sind. Wir gehen hier erstmal mal zum anderen Buch. Eingang mal so schauen. Check die Easy Prey. Will die uns angreifen? Ja, wollen sie? Okay. Dann müssen wir uns jetzt hier durchkämpfen. Yeah.
Viecher auch Punkte. Also diese anderen Dinger da, diese Emmels, wie sie heißen. Richtung. Da muss ich hin. Und da ist ein Tomberry Cutter. Hat mir noch kein Ogalegi-Key gegeben, aber da ist ja noch ein Tomberry Cutter. Bei dem Ogalegi und wir greifen dich hier an. Das ist. Ach du Wespe. Und der andere Tomberry hier. Okay. Eigentlich will ich gar nicht so viele Tomberries killen, weil es gibt später dann in dem Bosskampf einen großen Tomberry, der macht Everyone's Crush, heißt es glaube ich. Und das ist eine Attacke, die umso stärker wird, je mehr Tomberry ich gekillt habe. Okay. Ich gehe jetzt erstmal weiter dahin. Okay, die sind glaube ich alles seine. Thank you.
So, schauen wir mal, ob wir noch an dem Tomberry vorbeikommen. Ich fürchte nicht. Ist mir egal. Ich kann ja schnell einmal zonen. Jetzt schaue ich dann mal, wo hätte ich denn eigentlich die Karte? Ach, hier hätte ich rein sehen sollen. Trust beschwören. So, und jetzt wollen wir mal schauen, wo soll ich eigentlich hin? Paintbrush Room. Also gut, ich gehe in den Trading. Once you get the key, go to F7. Jawohl, da muss ich hin. Sollte nicht so schwer sein. Okay. Ich muss erstmal in diesen Raum. Ja. Der schaut auch nicht zu mir her. Und hier komme ich auch vorbei. Dann ist das hier, das ist der Paintbrush. Da brauche ich jetzt den Piki. So, and reach one of the three wand books in the room. Okay. Wo sind hier wand books, die ich finden muss? Kasket, was ist da? Box ist locked. Da ist irgendwo eine One-Book da. Read this book. The following is written. When sharpening knives, one should stand up straight and focus on the wetting stone that lies before him. Muss ich wahrscheinlich anders lesen. So, schauen wir mal, hier ist, da ist noch one book. Ah, das ist alles anders. Ich brauche mein anderes Warnbook. Da ist noch ein Warnbook. The following is written. When slicing vegetables, you should stand up straight and focus on the cutting board that lies before him. Okay. Dürfte hier auch noch irgendwo ein Warnbook sein? Jawohl. Understanding art. The following is written. When painting, one should stand up straight and focus on the canvas that lies before him. Ah, rusty old key. Und jetzt kann ich auf das Casket klicken mit dem rusty old key. The box is locked. Yes, ich will's open. You find a strange grunge inside the box. A hideous voice rings in your ears. When the paintbrush of souls prospects the deepest, darkest corner of your soul,
onto the blank canvas, only then will the doors of Ranza open. Und ich habe ein Paintbrush of Souls. Okay, damit kann ich ja jetzt mit der eigentlichen Mission oder mit dem Weg durch den Tempel beginnen. Once obtained, take the northwest exit to Yuator Jungle. Ah, ich muss wieder zurück in Yuator Jungle. Es ist interessant. So, erstmal raus hier. Aus